Hi und herzlich willkommen auf dem Coffee Circle YouTube Kanal. Auf diesem Kanal erfahrt ihr alles rund um das Thema Kaffee. Du kennst das vielleicht nach dem Mittagessen, eine schöne Schüssel Pasta und dann das Mittagstief. Im heutigen Video erfährst du, wie man einen Bulletproof Coffee zubereitet und was die Benefits von ihm sind. Hinter dem Bulletproof Coffee, auch Keto-Kaffee genannt, steckt viel mehr als nur ein vollmundiges Kaffeegetränk. Denn wenn man den Hintergrund des Bulletproof Coffee nicht kennt, dann macht das Getränk absolut gar keinen Sinn. Vielleicht hast du schon mal gehört, dass Fett dick machen soll und das ist ein absoluter Trugschluss. Tatsächlich ist die ganze Ernährungsgeschichte natürlich nicht ganz so einfach und ein Riesenthema an sich. Dennoch gibt es eine Variable, die relativ leicht zu bestimmen ist, wenn es ums Zunehmen oder Abnehmen geht und das ist die Kalorienzufuhr. Um abzunehmen, muss deine Kalorienzufuhr geringer sein als dein Kalorienbedarf und wenn du über deinem Kalorienbedarf bist, dann nimmst du zu. Das, wie gesagt, mal vereinfacht ausgedrückt. Eine Ernährungsform, die nicht nur beim Abnehmen helfen soll, sondern auch deine kognitive Performance verbessern soll, ist die ketogene Ernährungsform. Sich keto zu ernähren bedeutet, dass man hauptsächlich Proteine zu sich nimmt. Danach kommen die Fette und man nimmt relativ wenig Kohlenhydrate zu sich. In der Regel sind das unter 50 Gramm pro Tag. Der Körper verstoffwechselt dann statt Glucose, die normalerweise aus Kohlenhydraten und Proteinen gewonnen werden, Ketone. Solch einen Zustand nennt man dann Ketose. Leute, die sich in Ketose befinden, haben in der Regel weniger Heißhunger, eine erhöhte Konzentrationsfähigkeit und erhöhte Performance. Außerdem kann die ketogene Ernährungsform auch gesundheitliche Benefits mit sich bringen. Beispielsweise kann sie das Risiko für Anfälle wie epileptische Anfälle verringern. Zudem können Fettleibigkeit, Diabetes und Lebererkrankungen vorgebeugt werden. Und zu guter Letzt reduziert eine ketogene Ernährungsform auch die Inflammation im Körper. Hohe Inflammation im Körper bedeuten deutlich mehr gesundheitliche Risiken und die Produktion von freien Radikalen ist deutlich höher. Stellt man also die ketogene Ernährungsform gegenüber einer regulären Ernährungsform, die Glucose als Energielieferant verwendet, dann gibt es deutliche Benefits, sich keto zu ernähren. Ein Benefit ist der Geschmack. Viele schwärmen vom vollmundigen und reichhaltigen Geschmack des Bulletproof Coffees. Nummer 2 ist das Sättigungsgefühl, denn dadurch, dass der Bulletproof Coffee relativ viele Fette enthält, hält er auch relativ lange satt. Dennoch solltet ihr hier natürlich auch vorsichtig sein, denn durch die hohe Menge an Fett hat der Bulletproof Coffee natürlich auch ordentlich Kalorien. Nummer 3 ist das langanhaltende Koffein. Denn der Bulletproof Coffee verspricht, dass die Koffeinzufuhr deutlich konstanter bleibt als bei einem regulären Kaffee, wo man deutlich einen Crash nach einer Tasse Kaffee hat. Nummer 4 ist die Ketose. Wenn du einen Bulletproof Coffee trinkst, dann bleibst du im Zustand der Ketose. Nummer 5 ist für alle interessant, die Fasten betreiben. Beispielsweise gibt es ja auch das Intermittent Fasting, wo man zum Beispiel das Frühstück weglassen kann. Und der Bulletproof Coffee kann tatsächlich das Frühstück ersetzen, ohne dabei das Fasten zu brechen. Und Nummer 6 sind natürlich die potenziellen gesundheitlichen Vorteile, die der Bulletproof Coffee unterstützen kann. Kommen wir nun zum Rezept und wie man einen Bulletproof Coffee zubereitet. Die Marke Bulletproof schreibt in ihrem Rezept Folgendes vor. 250 bis 350 Milliliter Specialty Coffee, 1 bis 2 Teelöffel MCT-Öl oder junges natives Kokosöl und 1 bis 2 Teelöffel Weidebutter. Ungesalzen, natürlich. Okay, wir bereiten jetzt einmal einen Bulletproof Coffee zusammen vor. Dafür brühen wir einmal einen V60 auf. Ich brühe hier einmal den Las Flores auf, das ist ein limitierter Kaffee von uns. Ihr könnt aber in der Regel jeden Specialty Coffee verwenden. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, immer eher in die nussig-schokoladige Richtung zu gehen, denn mit super fruchtigen Kaffees mit hohem Säureanteil funktioniert das meiner Meinung nach nicht so sonderlich gut. So, ich habe hier einmal das Standardrezept, 18 Gramm Kaffee auf 300 Milliliter Wasser. Das brühen wir jetzt einmal auf. Für die Zubereitung des Bulletproof Coffee braucht ihr auch einen Hochleistungsmixer oder solch einen Milchaufschäumer. Bulletproof selbst schlägt vor, dass man einen Hochleistungsmixer verwendet, denn beim Mischen des Kaffees werden die Fette in die Zellen oder kleine Tröpfchen zerlegt, die sich an Koffeinmoleküle binden. Von dort aus werden sie alle zusammen im Tempo des langsamsten Teils des Moleküls abgebaut, in diesem Fall die Fette. Das soll wohl alles dazu führen, dass das Koffein langsamer vom Körper verarbeitet wird. Klingt erstmal gut. So, wir haben unseren Filterkaffee einmal vorbereitet. Las Flores hat auch so einen leichten Rotstich, sieht richtig gut aus. Und geben dann einmal den heißen Kaffee in den Mixer. Dann 1 bis 2 Teelöffel Weidebutter, ungesalzen. Dann MCT-Öl. Man soll wohl zu Beginn mit einem Teelöffel beginnen.
wenn man MCT-Öl noch nie vorher verwendet hat. Das machen wir doch gleich mal. Jetzt einmal Deckel drauf und für 30 Sekunden auf höchster Stufe mixen. Und nach dem Mixen hat der Bulletproof Coffee so eine Art Latte-Konsistenz, ist sehr, sehr hellbraun, kann man sagen, und hat so eine leichte Schaumkrone. Auf der Oberfläche werden wir jetzt einmal zusammen probieren. Er schmeckt ziemlich gut. Man hat natürlich nicht mehr viel von den Kaffeenoten. Klar, wenn man da 2, 3, 4 Teelöffel Fett da reinkippt, bleibt da auch nicht mehr viel übrig. Erinnert mich ein bisschen an einen Latte, hat ein sehr volles Mundgefühl und am Ende kommt auch noch so ein kleiner Ticken an Säure durch. Nicht sonderlich störend, nicht wirklich nennenswert, aber wenn man mal drauf achtet, dann gibt es da so einen kleinen Touch. Es kann natürlich auch sein, dass ich den Las Flores genommen habe, der aber auch in der Regel jetzt nicht so einer der säurelastigsten Kaffees ist. Ich habe den Bulletproof Coffee natürlich auch schon mit anderen Kaffees probiert und habe das gleiche feststellen können. Wir würden empfehlen, dass man den Bulletproof Coffee wirklich gezielt und in Maßen einsetzt. Mal eben das Frühstück durch einen Bulletproof Coffee zu ersetzen, wird sich für die meisten gar nicht lohnen. Für alle, die sich aber eher High Protein, High Fat, Lower Carb ernähren oder zum Beispiel Intermittent Fasting betreiben, kann der Bulletproof Coffee tatsächlich ein nützliches Tool sein. Wir hoffen, das heutige Video hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn du uns ein Like da lässt, Kanal abonnierst für weitere Videos und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Das war der dritte Anlauf. Letztes Mal ist der Bulletproof Coffee rumgeflogen. Davor ging das Mikrofon nicht. Wir haben es jetzt geschafft, Freunde.